3DQR macht Augmented Reality ganz einfach. Egal, ob man bereits Erfahrungen mit AR hat oder nicht. Mit unserer Software ist die Erstellung von AR-Szenen ganz simpel und für eine Vielzahl an Szenarien nützlich. Hier zum Beispiel für ein studentisches Projekt zum Design von Wasserstofftankstellen. Augmented Reality bietet hier die Möglichkeit, die Modelle in Realgröße vor Ort darzustellen. Hallo, ich bin Moritz Iserlohte, Student an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Bereich des Industriedesigns. Wir haben dieses Semester mit der App 3DQR eine AR-Ausstellung für unser Projekt mobile elektronische Tankstellen zu entwickeln verwendet. Ich habe mich erstens für 3DQR entschieden, da ich die App bereits kannte aus Magdeburg. Ich habe das Dino-Projekt in der Stadt gesehen und dadurch aufmerksam geworden, wie leicht es über die App ist, Augmented Reality-Szenen zu realisieren. Wir wollten schon mal mit Augmented Reality arbeiten, hatten aber Probleme mit anderen Apps und mit anderen Anbietern, die für alle Geräte zu realisieren oder eben das gut gemappt auf dem Boden zu realisieren, dass die Objekte sich nicht verschieben. Durch die App 3DQR haben wir es geschafft, unsere gesamte Ausstellung auf dem gesamten Gehweg zu verteilen. Die ganzen Objekte bleiben da stehen, wo sie sein sollen und jeder Mensch kann sich mit jedem Gerät und der App eben unsere gesamte Szene angucken und die Tankstellen nicht nur in kleinen Objekten angucken, sondern auch in realer Größe vor der Ausstellung noch eine eigene AR-Ausstellung. AR ist die neue Art der Produktpräsentation und bietet weitreichende Möglichkeiten der Darstellung. Egal ob Miniatur, in Realgröße oder als Überlagerung auf dem tatsächlichen Objekt. Die Erweiterung der Realität startet mit der Lösung von 3DQR. Und wir hatten jetzt ein Projekt aufgesetzt, also wir hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Institut für Industrial Design, zusammen mit dem ICAM, Institut für Kompetenz in Automobilität von der OVGU. Und das Thema war Wasserstofftankstellen, mobile Wasserstofftankstellen. Und da diese ja eins zu eins überprüft werden müssen, also im Kontext Mensch, Kontext Auto, habe ich mir gedacht, das könnte man ja in VR oder AR machen. Das sah dann so aus, hat sich herausgestellt, dass die Hemmschwelle, ihre Software zu benutzen, sehr gering ist. Also funktioniert auch für Studierende oder Professoren, die eigentlich in VR keine Ausbildung haben. Also die ganze Software, die ganze Interaktion mit der Software ist sehr, sehr intuitiv. Und dadurch konnten wir dann auch die Tankstellen, die wir entworfen haben, in Szenarien einbauen. Also man konnte die nebeneinander stellen, man konnte die miteinander vergleichen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wir hatten alle Tankstellen auf einmal in einer Szene drin. So, und darum haben wir das dann ausprobiert und genutzt und auch bis zum Ende des Projektes so eingesetzt. Das Potenzial von AR ist riesig. Deswegen starten Sie jetzt mit der Nutzung von AR für Ihre Branche. Kommen Sie mit uns in Kontakt und wir zeigen Ihnen alles, was Sie zu unserer AR-Lösung wissen müssen.